Leute, heute geht's um ihn hier. Ich stürme in die Kirche beim Gottesdienst. Jump aufs Altar und ich drop nen Beat. Ich reiß euch in Stücke wie Copperfield. Ich brauch keine Bremsen, ich stoppe nie. TJ Beast Boy aka Tuddle. Dun, 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 dun. Wie aus dem Let's Player Tuddle der Rapper TJ Beastboy werden konnte und warum gerade so viele YouTuber Deutschrap machen wollen, das seht ihr jetzt. YouTuber, die rappen. Ich bin der Beste der Besten, Klassenbester. Sie nennen mich MC-Streber oder Taschenrechner. Das geht nicht immer gut. Wow, du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Im Vergleich dazu hat TJ Beastboy, den manche von euch als Tuddle von seinen Let's Plays kennen, natürlich mehr drauf. Jeder Techno fetter als Rick Ross, haut dein Atem ähnlich wie Stinkstoff. Schon jeder Engstirn, die geht Dickkopf an, meine Lippen eng zu wie Lipgloss. Ich schreib den Vögeln vor, was sie tun sollen, die Kenner nennen mich Hitchcock. Sein Flow ist echt nicht schlecht. Da gäb's im Deutschrap den ein oder anderen, der sich davon eine Scheibe abschneiden könnte. Homie, ich wolle wie Michael Ballack. Ja, Mann, ich roll mir das Griff und den Tabak. Homie, ich komme und ist seine Mama. Sorry, you wanna be sad für mich, Ballas. Aber mal von vorne. TJ Beastboy hat hier bei YouTube eine lange und spannende Karriere hingelegt. Es gibt so viele Videos von ihm. Seid mir nicht böse, wenn nicht jedes Detail seiner Laufbahn hier gleich vorkommt. Hallo, ich bin Tuddle. Angefangen hat Daniel Charks, wie er bürgerlich heißt, mit seinem Channel Meatcake TV. Das ist ein Ausschnitt aus einem seiner ersten Videos. Raphael, ich tue alles, was du willst. Alles? Alles. Als einer der deutschen YouTube-Pioniere probiert er viel rum. Richtig bekannt wird er erst mit seinen What the Fact-Videos. Na, ihr Nudel, willkommen zu einer neuen Folge von What the Fact. In jedem Video zählt er 20 unnütze Fakten auf, quasi ein Buzzfeed für YouTube. George Jolicoeur ist ein Mann, der, ich zitiere, zu fett war, um in den Knast zu kommen. Der Kanal hat damals schnell 900.000 Abonnenten und um die 55 Millionen Views. Sagen wir es mal so. Tuddle weiß schon recht früh, wie Clickbait funktioniert, wie man Reichweite generiert. Die Videos hatten schräge Namen wie Vergewaltigung halt AIDS, wegen Möpsen gemobbt, Dumbledore schwul oder die Orgasmuskraft von Lady Gaga. Lady Gaga hat behauptet, dass sie sich selber einen Orgasmus verschaffen kann, indem sie einfach nur daran denkt. Dafür gibt's auf jeden Fall einen Schuss mit der Props-Pistole. Respekt! Respekt! Die meisten kennen ihn heute nicht nur wegen dieser Videos, sondern natürlich wegen seiner Let's Plays. Ja, jetzt kommt noch so ein kurzer Trailer. Ich bin gerade gemutet, deswegen können die mich alle hören. Deswegen wissen die auch nicht, dass ich jetzt diese ganzen Pinguine vor ihren Augen töten werde. Oh ja! Oh ja! Damit wird er zu einem der ersten YouTube-Stars. Neben LeFloid, Rezo und Bibi ist er eines der Gesichter der Plattform. In den Good Old Days reicht da noch eine Heliumflasche für einen Mörder-Gag. Okay. Was ist los? Ja, Alter! Die hunderttausende Follower, die er sich über die Jahre erarbeitet hat, sind dann die ideale Basis für seine andere Leidenschaft. Mucke. So wie ich damals mit 15 in meinem Scheißzimmer saß und Videos gemacht habe, so will ich hier in meinem Zimmer sitzen und Mucke machen und sie einfach hochladen. In diesem Video von 2014 rappt Tuddle schon vor der Kamera. Sagen wir es mal so, die Stimme ist da, die Skills ansatzweise, aber er hat definitiv damals noch einen langen Weg vor sich. Gebe von Anfang an keine Fick und werde ihn niemals geben. Geben? Mein Kopf ist gefangen in der Gegenwart, ich genieße das Leben. Leben? Daraus entwickelt sich nach und nach eine richtige Karriere. Mit seinem YouTube-Homie Adi und dem Produzenten Marius Lai gründet er Dead Adam. Ich lass mich nicht klein machen, damit ich reinpasse. Neuer Scheiß-Puzzle, bei dem jede Seite jedes Teils gleich lang ist. Fuck that, fuck that. Das Projekt läuft ziemlich erfolgreich, der Sound passt gut in die Zeit. Die Jungs gehen als Support von Crow auf Tour und spielen irgendwann dann sogar bei Rock am Ring. Als die Band sich dann 2018 auflöst, beschließt Daniel aka Tuddle Solo weiterzumachen. Er erfindet sich das alte Ego TJ Beastboy. Wie steht für Beastboy den unerreichbaren Meister und Instrumentals von Mary Ergo, das heißt es the fire. Oh ja, wir bleiben die Hydra und ihr wie Tyler bei Fight Club, denn ihr seid made up, allesamt nur Faker. Mit dem erfahrenen Produzenten Young Kira, der auch schon mit Capital Bra und El Guni zusammengearbeitet hat, klingt seine aktuelle EP Hyper Real Rave Lord so ein bisschen nach Deichkind, Sad Boys auf Instagram
und Stoff und Schnaps. Eine Alte chillen will kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wir sagen, du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser, Mann. Ich sitze in der Bahn und fühl mich tausendmal cooler. Hey, du flexst mit deinem Money und siehst aus wie ein Loser, Mann. Ich flex mit was ich kann, denn ich bin tausendmal cooler. Auch sein Look hat sich über die Jahre verändert. Das ist Taddel 2009 und das ist TJ Beastboy 2019. Eigentlich das perfekte Meme. Da erinnert er mich schon krass an ihn hier. Diesen Film fährt in Deutschland vor allem er hier. Bro, yeah. We strap. Mit Sierra Kid war Taddel für ein paar Songs zusammen im Studio. Baby, ich gebe dir, was ich dir geben kann. Gebe mich selbst auf, den Fehler mach ich jedes Mal. Zusammengefasst, Taddel aka TJ Beastboy hat mit seinen vielen Kanälen und alter Egos die deutsche Popkultur dieses Jahrzehnts echt krass geprägt. Er hat in seiner Karriere echt viele Sachen ausprobiert und sich so Trial and Error mäßig durch YouTube gearbeitet. Er hat den Beruf YouTube-Star quasi miterfunden. Dazu hat er bis heute ein gutes Gespür dafür, was geht und bei welchem Trend man dabei sein muss. Außerdem scheint er ein ganz cleverer Typ zu sein, der auch was zu sagen hat. Ein Mensch steht auf einen anderen Menschen. Und das war's. Was juckt einen denn, was die Sexualität von anderen Leuten ist? Wieso fühlt man sich, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, warum fühlt dieser alte Kumpel von mir sich als Mann angegriffen, weil ein anderer Mann auf einen anderen Mann steht? Wem erklärst du das? Ja, ihr seid ja alle schlau, ich weiß es doch. Aber können wir uns einmal gemeinsam darüber aufregen? Heute rappt aber längst nicht nur Taddel bei YouTube. Auch andere klassische YouTuber, die sonst für Pranks und Let's Plays bekannt waren, entdecken Deutschrap gerade für sich. Ist ja auch kein Wunder. Kein Musikgenre läuft aktuell bei YouTube so gut wie Rap. Da werden die Klicks gemacht. Konnte man früher eben mit Tutorials, Let's Plays und Vlogs in die Trends kommen, geht es heute ganz gut mit Deutschrap. Dagi B, ja, ihr wisst Bescheid, ja. Ich mache alles nur für Klicks und Likes, ja. Nur mit Schminke mach ich richtig Scheine, mache scheiße Geld und lebe richtig Highlight. Aber was haltet ihr davon? Welcher YouTuber sollte auf jeden Fall rappen? Welcher YouTuber sollte auf jeden Fall damit aufhören? Und findet ihr das Ganze authentisch? Schreibt's mir in die Kommentare. Wen ich mir gut mit TJ Beastboy in einer Playlist vorstellen könnte, ist Edo Saya. Wer er ist, erfahrt ihr hier. Und ihr kennt das Spiel, wer bei aktuellen Musiktrends immer am Start bleiben möchte, der lässt mir ein Abo da, der macht die Glocke an. Ciao, bis nächste Woche.